Guten Morgen. Heute möchte ich euch gerne die kombinierte Abrichdickenhobelmaschine von SCM näher bringen. Bisschen erklären, gucken, was die so kann, gucken, worauf man achten muss. Hier hinten habe ich eine eigene Tischverlängerung angebracht, dass man auch lange Stücke verkippelfrei besser bearbeiten kann. Das ist Zubehör, das gibt es so nicht ab Werk zu kaufen. Eigentlich darf man ja an CE gekennzeichneten Maschinen nichts verändern, außer Sachen, die dafür zugelassen sind, die der Sicherheit dienen, wie zum Beispiel eben diese Anschlagschiene, wo man diese Klapptische aus Alu einhängen kann. Wie ihr seht, haben wir die hier an vielen Maschinen angebracht, weil das echt sehr hilfreich ist. So, jetzt halten wir das Schätzchen mal ein. L'Invincibile. Da gibt es auch so ein berühmtes Lied von, den Schlager. Und der Verkäufer hat mir gesagt, das heißt so ähnlich wie die Unbesiegbare oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das Auffälligste an der Maschine gegenüber alten Modellen wird das Bedienpult sein. Wir haben hier eine Digitalanzeige, wir haben hier eine Folientastatur, wir haben hier einen Ausschalter, den Bestätigungsknopf, den Messerwellenfreischaltknopf und den Knopf, den ich parallel drücken muss. Mit dem zweiten Knopf, den ich euch gleich zeige, damit ich den Tisch hochfahren kann. Und natürlich Notausschalter muss die Maschine ja haben. Alle Maschinen, die eine CE-Kennzeichnung haben, haben auch einen Notausschalter. Wenn man jetzt gut aufpasst, wenn ich die einschalte, während das Licht angeht, werdet ihr ein kleines Geräusch hören. In dem Moment schaltet die Maschine automatisch quasi von Stern auf Dreieck. Was man früher nach dem Anlaufstrom warten, 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 Anlaufstrom ist voll da, klack, weiterschalten. Ja? Stern, Dreieck. Macht die hier jetzt automatisch. Dieses Teil hier ist der Paralleleinschlag, mit dem ich das Holz führe und rechtwinklig hoble bzw. füge, wie der Fachmann sagt. Um das hin und her schieben zu können, ups, jetzt der Kompressor angesprungen, der läuft hier in dieser massiven gefrästen Metallstange, wird dann hier verriegelt und dann ist er hier fest und man kann sein Werkstück da anlegen. Der Parallelanschlag, den kann man ziemlich weit nach hinten schieben, ja, aber hier gibt es dieses Schild, Minimum 100 mm, das bezieht sich auf diesen Parallelanschlag und auf die Stange. Minimum 100 mm muss der nach vorne gezogen sein, wenn man den Tisch hochklappt. Wenn man das nicht macht, dann bricht hier hinten dieses Teil ab. Ja, wir haben es einmal vergessen, deswegen hängt es hier so ein bisschen schief. Aber wir hatten Glück, es ist nicht ganz abgebrochen. Funktioniert also alles noch. Die Messerwelle ist immer noch komplett verdeckt. Dem Hebel hier kann ich das, benutze ich selten, genau, den löst man nicht komplett, sondern nur ein Stück, kann ich das schräg stellen auf meinen Winkel, den ich haben will. Hier ist eine Skala dran, die ist auch ziemlich genau. Ne? Wenn ich jetzt eine schmale Leiste habe, mache meine Messerwellenverdeckung hier hin, Rückenschutz heißt er in der Fachsprache, richte mir den so ein, dann habe ich hier. Der geht es gerade noch so, aber es ist wirklich hier wenig Platz, um die vernünftig zu führen. Dafür gibt es die niedrige Anschlagleiste. Und ich habe hier richtig Platz, meine Hände aufzulegen. Ich würde natürlich niemals MDF hobeln oder fügen, weil das macht die Messerwelle sofort stumpf. Ja, also du kannst es sehen sogar, dass hier dann richtig ein Stück abgenutzt ist. Also bitte nur Massivhölzer benutzen. Bevor ich die Maschine jetzt zum Dickenhobel umrüsten kann, muss ich natürlich hier dieses Tischchen abmachen. Weil wenn ich den Tisch hochklappe und das bleibt dran, hängt das Teil in der Luft. Das ist nur Alu, geschweißtes Alu. Das wird irgendwann einen Geist aufgeben. Dann sieht es so aus wie hier. Ja, dass es dann runterrutscht oder keine Ahnung. Ja. Runterfällt, verbeult. So, um den Tisch jetzt hochzuklappen, löse ich das hier. Das springt aber immer wieder so ein bisschen zurück. Da kann ich so nicht hochfahren. Deswegen drücke ich den Knopf,
Nimm dann hier den Unterarm, drück das zur Seite und drück dann diesen Knopf hier mit der Pfeiltaste nach oben, so nach oben. So, und jetzt haben wir eine Dickenhobelmaschine. So, um euch die Maschine von innen besser erklären zu können, fahre ich den Maschinentisch, den hier, einmal ganz runter. Hier als erstes, wenn wir ein Holzstück reinschieben, haben wir die Rückschlagsicherung. Das heißt, ich schiebe ein Brett hier rein und sobald es unter diesen Teilen ist, weil es ja auf dem Maschinentisch gepresst wird, kann es nicht mehr zurück. Ja? Das heißt, wenn hier irgendwas schief geht, das Hobelmesser richtig fies gegen das Holz kommt, dann Ast drinne ist oder was auch immer normalerweise für einen Rückschlag sorgen würde, diese Teile verhindern, dass das Holz gegen euren Oberschenkel oder in euren Bauch fliegt. Nach der Rückschlagsicherung kommt die Einzugswalze. Die ist aus einem Stück, gefräst aus Stahl. Hinter der Einzugswalze liegt dann der Gliederdruckbalken, unterteilt. Das ist deswegen, damit ich hier ein Stück Holz reinschieben kann, was runtergedrückt wird. Hier und hier, und zwar gleichzeitig. Wenn diese Teile hier aus einem Stück sind, und ich schiebe hier ein Stück Holz rein, dann geht ja der ganze Druckbalken hoch, insgesamt. Ja, stellt euch vor, das ganze Teil geht hoch, was passiert? Das nächste Brett, was hier nebendran liegt, wird nicht mehr runtergedrückt und fängt an zu flattern. Dann kommen wir zur Messerwelle, die sitzt hier. Eine Tersa-Messerwelle, die erkläre ich euch gleich von oben nochmal. Ist einfacher. So, jetzt habe ich die Seite gewechselt. Hier vorne sehen wir nochmal unsere Rückschlagsicherung von hinten, dann die Einzugswalze, den Gliederdruckbalken, die Messerwelle und jetzt kommt die Auszugswalze. Und die Auszugswalze ist hier aus Gummi, damit die feingehobelten Werkstücke nicht gleich wieder Abdrücke kriegen. Die Gummiwalze kann beschädigt werden, die kann sich abradieren. Wenn zum Beispiel das Stück hier stecken bleibt, dann dreht die sich ja unermüdlich auf ein Stück Holz, das sieht man hier ganz gut. Ja. Da sind dann schon Abnutzungsspuren drin. Die Walze ist jetzt 4 Jahre alt. Ich würde sagen, die hält auch noch ein paar Jahre. Also hat keine großartigen Beschädigungen. Hier ist mal eine kleine Scharte drinne, aber ist alles harmlos. An diesem Schalter hier kann ich die Motorbremse ausschalten, damit die Welle frei beweglich ist und ich die Messer tauschen kann. Gleichzeitig öffnet dieser Schalter die Messerwellenabdeckung. Auch das geht natürlich nur bei der Maschine mit Pneumatikanschluss. Jetzt kann ich die Messerwelle so drehen, dass das Messer hier vor dem Loch steht und nach dem Lösen ich das hier vorne rausschieben kann. Das ist das Tersa-Prinzip. Tersa ist der Hersteller oder der Erfinder, sagen wir mal, ja. Und hier steht zwar SCM drauf, der Hersteller von der Maschine, aber die haben das in Lizenz gebaut. Hier gibt es so kleine Keile, die automatisch sich durch die Fliehkraft nach außen ziehen und dadurch das Messer befestigen, also klemmen. Jetzt ist der erste Keil lose, zweite Keil lose, dritte Keil lose, vierte Keil lose. Jetzt sind alle Keile gelöst. Jetzt gucke ich, dass die Welle mit dem Teil, mit dem Messer wieder vorm Loch steht. Nehme den Holzkeil, damit ich mir nicht in die Finger schneide und schiebe das Messer nach vorne raus und kann das jetzt hier einfach rausziehen. Sieht man das überhaupt? Ja, das Messer hat so ein Profil. Ja? Das heißt, ich kann es von beiden Seiten benutzen. Es ist beide Seiten sind geschliffen. Aber es war noch gut, deswegen schiebe ich es wieder so rum rein, wie es vorher war. Ich tausche immer nur die mit dem X aus. Die anderen Messer, die nicht mit einem X markiert sind, sind auch die ersten Messer, die ich mit der Maschine gekauft habe. Es ist völlig ausreichend, eine Zwei-Wellen-Messerwelle zu eine Zwei-Messer-Messerwelle zu haben.
Ja, wir haben ja diese Keile lose gehauen, das heißt, das Messer sitzt jetzt hier lose drin. Um das wieder zu spannen, brauche ich nichts weiter zu tun, als die Messerwelle wieder verdecken, den Tisch runterklappen. Und die Maschine zu starten. Ich hätte natürlich den Tisch auch unten lassen können und hätte es mit dem dicken Hobelfunktion gemacht. Aber um zu zeigen, was ich zeigen will. Die Keile sind jetzt durch die Fliehkraft alleine wieder nach außen gezogen worden, ausgeschleudert worden, wie auch immer. Und klemmen das Messer wieder ein. Die sind jetzt hier wieder fast bündig mit der Welle. Und das Messer ist schon fest. Das hier ist der Brückenschutz. Den brauche ich, um Bretter sicher abrichten zu können. Hier stelle ich mir die Höhe bzw. die Dicke von meinem Werkstück ein. Ich lege das Werkstück hin, lege es leicht drauf, schiebe den Knopf nach hinten, arretiere ihn. Wenn ich das abgerichtet habe, muss ich eine Winkelkante anfügen. Das mache ich dann hier hinten. Das passt jetzt hier nicht durch. Jetzt kann ich die Schraube lösen, schiebe das hier rein, sage alles klar, jetzt passt. Jetzt kann ich hier meine Winkelkante finden. Ja? Hände geschlossen halten, Brett am Parallelenschlag entlang fügen. Eine Fläche geplant, dann füge ich mir eine Winkelkante an. Das hier ist übrigens der Hebel für die Geschwindigkeitsverstellung des Vorschubes. Die Messerwelle dreht sich ja immer gleich schnell, aber der Vorschub ist einstellbar in 4 Stufen. Und wie so üblich bei Holzbearbeitungsmaschinen wird es in Meter pro Minute gemessen. Jetzt messen wir die dickste Stelle vom Brett in etwa 28. Also stelle ich die Maschine auf 26. Zack, blaues Licht ist aus, jetzt können wir hobeln.